Moin Leute, neues Ausdauervideo steht an. Wir sind jetzt mittlerweile beim Verstärker Bridge, das ist bei mir G. Und ihr seht schon, hier ist schon ein bisschen was gebaut. Das wollte ich hier nämlich jetzt nicht unbedingt abreißen, nämlich ist es der Miniboss Dancer, dass die Minibosse nichts kaputt schlagen, beziehungsweise wenn ihr AFK seid, dass ihr die nicht runterstoßen müsst. Und zwar ist das hier so ein kleines Konstrukt aus ein paar Pyramiden und Wänden. Und wer das sich nachbauen will, dann zeige ich das hier einmal kurz. Und zwar braucht ihr einmal vom Verstärker aus Richtung Süden hier einmal zwei Wände und hier einmal eine Wand. Dann hinter der Wand eine Pyramide und hinter der Wand auch eine Pyramide. Die zeigen auch beide in die gleiche Richtung, also Richtung da, da und da. Und dann boxt ihr die einmal hier so halb ein, sodass nur noch hier vorne offen ist. Genauso wie hier, bloß dass ihr hier nur die zwei Wände braucht. Dann könnt ihr euch gleich merken, hier hinter braucht ihr noch eine und baut dann euch so einen Turm nach oben. Und dann hierzu müsst ihr nur noch, wenn ihr das hier habt, hier einfach noch eine Wand und dann eine Pyramide, die Richtung Nordwesten zeigt. Ich zeige den kompletten Verstärker noch einmal von oben. Hier seht ihr nochmal alles. Und ja, das ist nur für die Minibosse gedacht, also das müsst ihr nicht bauen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal beim Tunnel an. Und zwar fangen wir einmal ganz hier vorne an. Hier kommt erstmal nur ein bisschen Block auf hin. Nämlich so, zack, zack, zack. Und dann noch einmal Wände drumherum. Der Block ist dafür da, dass die Zombies nicht einmal komplett außen rumlaufen. Nämlich wenn ihr diesen Block nicht hier habt, dann kann es passieren, so rum, dass die Zombies einmal komplett außen rumlaufen und dann so zu eurem Verstärker. Dann macht ihr gleich hier nebendran weiter. Nämlich fangt ihr an mit zwei Böden vor dieser kleinen Rampe nach oben. Dann dazu hier wieder unser editierte Wall. Und dann hier nochmal einmal vier Walls langgezogen bis nach hier hinten. Das ist euer erster Block auf hier ganz rechts. Dann macht ihr weiter mit dem hier. Prinzip wieder drüben. Einfach hier zwei Pyramiden und dann einmal einboxen. Die Wand hier braucht ihr nicht. Und es sieht dann von oben so aus. So, wenn ihr das habt, geht ihr einmal hier hinter und macht hier einmal 1, 2, 3 nach links. Den Boden hier macht ihr so zwei editiert, like Sandwich, und dann noch hier im Boden dazu. Dann haben wir hier vier Stück und darauf natürlich so wie immer hier Pyramiden. Die Pyramide muss so, dann zack, zack, und das Ganze dann am Ende einfach wieder einboxen. So, die Wand hier, ich glaube, die brauchen wir nicht. Nee. Dann macht ihr weiter dahinter, braucht ihr dann noch mal eine Reihe Walls, also von hier aus müsst ihr dann so wieder unten hier eine Wall dazu placen. Dann macht ihr hier so einen Knick rein mit der Wall und dann einmal komplett durch, bis ihr hier am Ende seid, sodass es dann so aussieht. Und da rein macht ihr einfach nochmal dazu editierte Böden bis ganz zum Schluss. So, wenn ihr das dann habt, das ist erstmal der Grundblock auf. Dann macht ihr hier weiter erstmal von hier vorne, da hier spawnen so ungefähr die Zombies in dem Bereich. Und dann macht ihr hier vorne, also ihr kommt am besten von hier vorne, macht ihr hier eine Wall hin. Dann dazu wieder hier die Sandwich-editierten Boden. Und dann dazu oben drauf hier wieder zwei Pyramiden einboxen und nochmal einboxen. Dann dahinter macht ihr euch zwei Walls. Das sieht dann so aus. Hier zwei Walls, die zwei. Und dann wieder einmal komplett durchziehen bis nach hier hinten. Also eins weiter wie die Rampe sozusagen. Und dann oben drauf wieder ganz normal Pyramiden. Vorne dran natürlich auch wieder Wände. Und dann das Ganze wieder ganz normal einboxen. So. Dann machen wir weiter mit dem kleinen Block auf hier links nochmal. Hier macht ihr einfach zwei Pyramiden hin, die ihr komplett einboxt. So.
Und dann bei der genau nochmal das gleiche, sodass es dann von oben so aussieht. Hier. Und dann hier lang. So. Dann machen wir weiter, dass ihr hier diesen Weg noch blockiert. Nämlich indem ihr so macht. Drei Böden, drei Pyramiden, drei Walls. Und dann hier immer dasselbe Prinzip. Hier drei Böden, nach vorne editiert, drei Pyramiden und dann die auch wieder einboxen. So. Zack. Dann seid ihr mit dem Hauptblock auf erstmal fertig. Das Ganze sieht von oben nochmal so aus. Hier, zack. Und natürlich auf keinen Fall die Böden unten drunter vergessen. Und dann würde ich sagen, können wir, glaube ich, mit dem Fallentunnel anfangen. Sozusagen beginnt unser Fallentunnel schon ganz hier vorne. Mit dieser Wall hier. Die ist so zwischen den zwei Ramps hier. Dann die nächste Wall ist hier. Dann hier zwei und dann zieht ihr die einmal bis hierhin. So, das sind nur so Grundkatapulte, die am Anfang ein bisschen helfen, dass nicht gleich alle Zombies zum Tunnel kommen. Also da werden nachher noch Wandkatapulte dran kommen. Dann macht ihr hier weiter mit dem hier. Das Ganze macht ihr dann so. Das sieht dann von oben so aus. Drei Floors, vier Wände. Und dann kommen wir zu unserem Haupttunnel, nämlich der läuft über die Lava sozusagen, bis nach ganz hier hinten, wo dann der Tunnel wieder aufhört und die Zombies rauskommen sollten. Was sie natürlich nicht machen, weil sie dabei die ganze Zeit runtergeschubst werden. Hier am Ende macht ihr euch eine Wall, dann dazu hier wieder sechs Felder editiert, beziehungsweise nicht sechs, sondern sieben, damit die Zombies hier zu 100% diesen Weg laufen müssen, falls einer durchkommt und dann würde er zu 100% von dem Bandkatapult zurückgeschlagen werden. Da macht ihr hier diese drei Walls und dann dazu machen wir jetzt gleich einmal alles oben drüber mit Böden versetzen. Außer hier, ich glaube hier, ja, hier ist es. Da müsst ihr eine Pyramide nach oben machen, dass ihr sozusagen mit der hier mitgeht. Ah, falsche Waffe. Nämlich mit der hier mitgeht. Und dann macht ihr einfach weiter und deckt das Ganze hier völlig ab, dass das Ganze hier zugedeckt ist. Dann macht ihr hier am Ende nochmal die drei Walls, damit da auch zu 100% die Zombies runterfliegen. Und dann hier nochmal den hier und so editieren. So, dann habt ihr erstmal den Haupttunnel. Wenn ihr das geschafft habt, perfekt. Hier muss nochmal eine Wall hin. So, genau. Und jetzt machen wir hier wieder unsere kleinen Wände, damit die Zombies natürlich auch zu 100% in unsere Katapulte reinlaufen. Das macht ihr ab hier. Macht ihr 1, 2, 3, 4. Und ja, die sind dafür da, damit die Smasher, also normalerweise würden Smasher und Zombies hier an den genau an den Katapulten langlaufen. Aber durch diese Walls, die sie nicht kaputtboxen werden, werden sie hier langlaufen. Und dadurch könnt ihr auch ganz easy einen Smasher runterwerfen, obwohl ja die Wandkatapulte so gepatcht wurden. Dann das letzte, was ihr noch machen müsst, ist der Hexenschutz. Der ist nicht allzu kompliziert. Einfach hier einmal durchziehen. Sieht dann von oben so aus. Von hier drüben 1, 2, 3, 4, 5 rüberziehen. Und dann die einfach nochmal eins weiter nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der ganze Hexenschutz. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon mit dem Tunnel fertig. Ist zwar nicht so ein großer Tunnel, aber funktioniert perfekt. Und dann würde ich sagen, platzieren wir jetzt mal die Fallen. Wir fangen, so wie vorhin gesagt, ganz hier vorne an mit einem Wandkatapult hier. Hier könnt ihr einmal Einschlag benutzen. Die sehen so aus: dreimal Haltbarkeit, zweimal Nachlade, einmal Einschlag hierhin. Dann dazu hier nochmal. Obwohl hier würde ich euch eher zweimal Einschlag raten. Das ist dann zweimal Haltbarkeit, zweimal Einschlag und zweimal Nachlade. Das macht ihr hierhin. Und dann hierzu auch nochmal zweimal Einschlag, zweimal Nachlade, zweimal Haltbarkeit. Dann hier dasselbe Prinzip. Einfach überall zweimal Einschlag hin und hier an die zwei Walls, also hier sind ja drei Walls und dann sind hier drüben nochmal zwei, wo unsere Pyramiden drin sind. Müsst ihr hier nochmal Schallmauern hinmachen, weil es manchmal sein kann, dass hier die Nebelmonster boxen wollen, also beziehungsweise boxen.
Und aber durch diese zwei Schallmauern hier werden sie dann wieder abgeleitet und laufen ganz normal in den Tunnel weiter. Meine Schallmauern sind so geperkt: dreimal Haltbarkeit, zweimal Nachlade, einmal Effektdauer. So, dann kommen wir jetzt hier in den Haupttunnel. Wir fangen direkt an, einmal mit einer hölzernen Bodenstachel auf 21 mit zweimal Haltbarkeit. Warum die so ist? Damit sie einfach so wenig Damage wie möglich macht, aber trotzdem genug Haltbarkeit hat, damit sie die ganze Ausdauer durchhält. Platzieren wir einmal hier eine, hier eine, hier eine. Und von mir aus könnt ihr auch noch hier eine placen. Ich finde die ehrlich gesagt unnötig, weil auf den letzten Kacheln kommt meistens eh kein Zombie mehr hin. Aber was ich euch raten würde, beziehungsweise was ihr machen solltet, ist hier nochmal am Ende eine Teergrube hin. Dann dazu platziert ihr ganz am Anfang ein einmal Einschlagwandkatapult. Beziehungsweise eigentlich müsst ihr, glaube ich, überall einmal Einschlag machen, ja. Ihr müsst tatsächlich überall nur einmal Einschlag hin platzieren. Bis hier oben hin. Und dann müsst ihr hier noch an die Wall, wo die Pyramide hochgeht. An diese müsst ihr nochmal ein Wandlicht hinmachen. Das hat bei mir auch dreimal Haltbarkeit, zweimal Nachlade, einmal Effektdauer. So. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr auch soweit, glaube ich, mit dem Fallen fertig. Und dann würde ich mal sagen, sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende des Videos. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen und reingehauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst doch gerne ein Like da. Und viel Spaß euch. So, bevor aber nochmal das Ganze hier endet, habe ich noch vergessen, was zu sagen. Und zwar wird Bridge in Welle 20 und 30 angegriffen. Und das sind die zwei Wellen, wo die Meteorschauer kommen. Das ist eine Kriegsspielherausforderung sozusagen. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr nicht gerade zu zweit oder dritt seid und die ganzen Meteoren runterschießen könnt, würde ich euch raten, vielleicht noch an die ein oder andere Stelle Luftabwehrfallen hin zu platzieren, wo zum Beispiel ein Spot von den Meteoren ist. Oder ihr macht euch halt einfach hier nochmal ein paar Böden hin und da könnt ihr ja überall drauf Luftabwehrfallen platzieren, damit ihr da nicht so viel zu tun habt, falls ihr AFK seid oder ähnliches. Ja, das wollte ich bloß nochmal das wollte ich bloß nochmal sagen, so rum. Versprochen. Und ja, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen wegen den Meteoren. Und da würde ich sagen jetzt aber nochmal viel Spaß beim Bauen und reingehauen. Und ciao.